Leute, hier ist Coach Kancha. Ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, was es mit diesem Athletia Sports vom Anfang auf sich hat. Und das kann ich euch sagen. Athletia Sports ist ein Tochterunternehmen von Mediakraft. Und Mediakraft wiederum ist ein YouTube-Netzwerk. Ich kann euch heute also feierlich mitteilen, dass ich YouTube-Partner bin. Ich hoffe also, dass ich dadurch meine Videos verbessern kann und ihr noch mehr Spaß daran habt. Oder überhaupt Spaß. Vor ein paar Tagen wurden in der NFL, also der amerikanischen Football-Liga, die Spieler für die kommende Saison gedraftet. Hä, was ist denn ein Draft? Weißt du, ich nehme gerade auf. Wie wär's denn, wenn du deine dummen und verkackten Fragen stellst, wenn ich gerade nicht aufnehme? Ey, ist das so schwer? Immer wieder das Gleiche, wirklich. Achso, ihr wisst auch nicht, was ein Draft ist. Das ist überhaupt nicht schlimm, wirklich. Deswegen bin ich ja da. Ich erkläre euch das wirklich liebend gerne. Im Grunde ist das Ganze auch überhaupt nicht kompliziert. Die Loser der letzten Saison, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, dürfen sich ihre Spieler als erstes aussuchen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Mannschaften zum Anfang der Saison relativ ausgeglichen sind. Und wie ich finde, ist das gar nicht mal so ein doofes Schema. Auf den Fußball übertragen könnten sich die Bayern also erst zuletzt ihre neuen Spieler aussuchen. Die Aufsteiger Köln und Paderborn wiederum als Erste. Das Gute dabei ist, dass Geld nicht so eine große Rolle spielt. Die Mannschaften dürfen bei den Drafts wirklich nur nach ihrer Platzierung erstmal ihre Spieler auswählen. Und ihr werdet es kaum glauben, aber diese Drafts ziehen sich über mehrere Tage hin und sind auch ein mega TV-Highlight in Amerika. Das Interessante bei der Sache ist, dass die Spieler oft selbst gar nicht wissen, ob und geschweige denn von wem sie verpflichtet werden. So einen Moment erlebte nun Michael Sam. Der 24-Jährige von den Missouri Tigers stand schon in der Öffentlichkeit, weil er nämlich den Mut hatte, sich als homosexuell zu outen. Aber genau das war nun leider auch das Problem. Er ist zwar ein Riesentalent, aber er hatte Angst, dass ausgerechnet seine sexuelle Orientierung, dass seine Homosexualität ihm im Weg steht, Profi zu werden. Aber was rede ich groß rum? Guckt es euch einfach mal an. So many times, over and over again for so many players. Ihr seht, was das für ein emotionaler Moment war. Michael Sam wurde nun tatsächlich von den St. Louis Rams verpflichtet. Damit schreibt er nun Geschichte, denn er ist der erste NFL-Spieler, der offen zu seiner Homosexualität steht. An alle Hater da draußen, er ist schwul. Na und? Macht ihm das zu einem schlechteren Spieler? Wohl kaum. Ich wünsche Michael Sam also alles Gute und viel Erfolg in der NFL. Kommen wir jetzt mal wieder zum Fußball. Wer von euch kennt Darlington Omodiagba? Einmal an Themen. Der 35-jährige Darlington Omodiagba spielt bei Wacker Burghausen und ist nun leider mit ihnen aus der dritten Liga in die Regionalliga darunter abgestiegen. Wow, das ist ja eine tolle Nachricht. Ja, aber es ist nicht sein erster Abstieg. Angefangen hat alles 1999, als er mit dem FC Gütersloh damals aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Zwischendurch lief es dann eigentlich ganz in Ordnung, ehe er 2007 dann mit Unterhaching absteigen musste. Wisst ihr was? Macht gar nichts. Gehe ich einfach mal zu Carl Zeiss Jena. Die sind wiederum 2008 dann abgestiegen. Und dann dachte er sich, ah komm, Kackverein, gehe ich einfach mal zu Osnabrück. Abstieg 2009. Boah, ey, was hab ich denn für ein Pech? Aber jetzt nochmal ganz sicher, ich gehe zu Aalen. Und mit Aalen kann ja nun wirklich mal gar nichts schief gehen. Bumm, Aalen steigt 2010 ab. Von dort wiederum ist er dann nach Burghausen gegangen, wo er ja jetzt spielt. Und zunächst war es ja eigentlich auch noch alles in Ordnung. Und da ist er auch erstmal nicht abgestiegen, aber es kam eigentlich, wie es kommen musste. Und wir wissen ja jetzt schon, wie es ausgegangen ist. 2014 der erneute Abstieg. Unterm Strich ist Omodiagba der größte Pechvogel. Und einfach die ärgste Sau, weil ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass es an ihm lag, aber 6 Abstiege, davon 4 wirklich in Folge mit 6 verschiedenen Mannschaften, ich will es nicht sagen. Da liegt es an dir. Seid ihr schon mal abgestiegen? Kennt ihr einen ähnlichen Pechvogel? Ich freue mich über eure Kommentare. Überraschungen sind ja in der Kabine oft keine Seltenheit. So zum Beispiel, wenn der Trainer die Mannschaftsaufstellung bekannt gibt. Okay Leute, es ist das allerletzte Spiel, es geht um die Meisterschaft. Cristiano, du bleibst heute erstmal draußen. Dennis, du machst das heute. Und man muss natürlich dazu sagen, dass es in bestimmten Kabinen auch nichts Besonderes ist, von einer Riesenschlange überrascht zu werden.
Dass man nun aber auf eine echte Schlange trifft, das kommt nicht ganz so häufig vor, glaube ich. Die Jungs aus der NBA von den Portland Trailblazers hatten nun bei ihrem Auswärtsspiel in San Antonio das Glück, dieses Erlebnis wirklich zu machen. Der Spieler Thomas Robinson wollte gerade ganz gepflegt seine Schuhe in seinen Spind stellen, als er dort plötzlich eine schwarz-weiße Schlange sah. Oh man, we're gonna win this! Oh fuck, what the hell? Sein Teamkollege Morris Williams oder auch Mo Williams konnte es überhaupt nicht fassen und twitterte sein Erlebnis direkt. Plus Foto und minus Grammatik. We gehen in the locker room and damn Snake. Yeah, Snake in the locker room. Man was scared as hell. Also wenn ihr mich fragt, eigentlich das perfekte Szenario, um sich beißen zu lassen und dann Superheld zu werden. Aber nö! Die Schlange wurde entfernt, niemand kam zu Schaden und niemand wurde Superheld. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass man ausgerechnet in San Antonio eine tierische Begegnung beim Basketball macht. Manu Ginobili hatte 2009 eine Begegnung mit einer Fledermaus, direkt auf dem Feld. Passend dazu wurde er danach auch Bad Manu genannt. Kennt ihr noch ähnliche Tiergeschichten aus der Sportwelt oder hattet ihr selbst mal eine tierische Begegnung auf dem Platz? Lasst es mich wissen und schreibt in die Kommentare. Straight. Vielen Dank, dass ihr euch heute hier meine Taktikstunde gegeben habt. Wenn ihr keine Sendung mehr verpassen wollt, dann könnt ihr direkt hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn euch die Sendung heute gefallen hat, dann... Und wenn ihr wissen wollt, welcher Ex-Fußballprofi nun Pornodarsteller ist, dann könnt ihr hier unten draufklicken. Ich wünsche euch eine sportliche Woche und hütet euch in der Kabine vor gefährlichen Tieren. Ich sag's euch, das kann immer wieder passieren. Haut rein, Sportsfreunde, bis zum nächsten Mal. Euer Coach Katscha. Bis dann. Ciao, ciao.